Ist ja auch nicht verkehrt. Da hinten ist unser Pümpel. Und da ist eine Spinne. Hier ist unsere Beleuchtung, unser Weg nach Hause. Letztes Mal war es noch deutlich dunkler. Was an dem Shadermod liegt. Hier ist wieder freie Fläche. Aber Fleifreche allein reicht nicht aus. Oder leicht nicht aus. Ich bin der König der Welt. Und du bist nur ein Zombie, den ich da höre. Guten Tag. Du siehst mich nicht. Pam, jetzt siehst du mich. Papa! Voll, ey, weg hier gebasht. Pam. Da auch nochmal. Das ist jetzt gerade mal der Schnetzelmodus. Hier geht's auch nochmal runter. Ah, cool. Also nicht, dass hier noch ein Zombie ist, sondern dass da Wasser ist. Hier ist auch noch ein Teich. Ach, cool. Kann ich hier eine richtige Badeanstalt draus bauen? So. Ah, derbe Action. Ja, es gibt neue Texturen hier, auch bei den Leutchens. Ganz verschiedene Arten. Nicht mehr ganz so albern. Dafür eher im Fantasy-Style jetzt. Ich springe einfach mal immer dabei, weil es sieht spannender aus. Nach mehr Action. Wo ist denn hier? Wie ist denn die Uhrzeit? Wo ist der blöde Kürbis? Den ich mir wahrscheinlich nur eingebildet habe. Ich renne einfach mal zurück zum Haus. Ach nein, Creeper! Creeper! Nicht auf mich. Ich will nicht sterben! Man kann ja, wenn man Explosionen vom Creeper blockt, macht die angeblich nur halben Schaden, weiß ich nicht genau. Ich verpeile dann meistens, dass ich blocken muss. Aber so bin ich. Okay, da hinten ist unser Ausgang gewesen. Ich glaube, das hat super funktioniert. Ich als alter Jump-and-Run-Gott, wie man glaube ich bei den Adventures mit Zombie feststellen konnte, verpeile das immer, wie man hier dann mal einen ordentlichen Rennsprint an den Tag legt. Das ist bei mir nicht einfach. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Mod die Maus ein bisschen mehr hakelt als sonst. Mit dem Shader-Mod. Das kann natürlich an der Maus gerade liegen. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es Zufall. Euch verprügel ich nochmal eben. Da auch nochmal. Pams. Und wieder so ein weiblicher Bogenauer. Ich versteck mich. Du siehst mich nicht. Das war jetzt schon wieder fertig. Guten Tag. Oh. Die hat aber auch wenig an. Muss ich ja mal sagen. Ich glaube, ich lege mich erstmal schlafen, obwohl es ist gerade hier so schön. So, nehme ich mal ein Auge von der Spinne. Beseitige damit hier das fertige Gewächs. Pams. Einfach mal im Vorbeigehen hier alles weggesemmelt. Um daraus neue Semmeln zu machen. Wahrscheinlich heißt es deswegen auch so. Weiß es gar nicht. Na, das wäre jetzt schon wieder eine Überlegung. Wo kommt denn das Wort jetzt eigentlich her? Warum heißt es so? Ich meine, ist nicht wichtig, dass man das weiß, aber vielleicht ergibt sich daraus ein logischer Zusammenhang. Ich meine, irgendwo muss das hier herkommen. Ich lege mal den ganzen Schrott hier ab. Wobei das kein Schrott ist. Und lege mich selber auch ab in die gute Koje hier. Na, so. Schnarchi, schnarch. Es wird dunkel, es wird wieder hell. Guten Morgen, Welt. Wo brennt's denn? Ach cool, da reitet ein Skelettmensch auf einer Spinne. Das kommt selten vor. Ah, guckt ihr. Ich glaube, Spinnen sind nicht so die Wasserfans. Es sind Wasserspinnen.
klingt, glaube ich, auch sehr logisch. Okay. Ich überlege gerade, was wir denn noch machen können hier. Hier muss irgendwann auch nochmal irgendwann ein dicker Aufgang hoch. Oder zumindest ein mitteldicker. Hier wollte ich ja auch über den Berg hier hinten noch kleinen Weg bauen und sowas. Ich meine, an Ideen mangelt es nicht. Es sind halt alles nur Sachen, die wieder in irgendwelchen riesigen Bauprojekten ausarten würden. Aber das da, doch, das gefällt mir, dass das da oben so frei ist. Haha. Und tschüss. Und hier unten müssen wir auch noch unbedingt rein. Aber ich will halt nicht, weil ich hier schon vorhin die ganze Zeit oben in der Höhle saß, quasi, alles immer vollgehöhlt haben in den ganzen Folgen. Der Kies sieht auch noch schäbig aus. Hier dieser wunderschöne Wasserfall hier runter. Das muss anders. Ich versuche das einfach mal hier alles ein bisschen abzutragen. Mal gucken, ob es klappt. Ah, da oben ist ja, ja, da kommt das ganze Zeug her. Irgendwo muss das ja herkommen. Dann ist klar, dass da ein Loch ist. Das ist blöd, 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 blöd. Ich will das hier nicht, dass es auseinanderfächert. Blöd! Ah! Obwohl? Nee, das ist blöd. Da, hier, der Flint kann, toll. Ganz toll. Wir haben es ja. Habe ich einen Eimer dabei? Nein, natürlich nicht. Soll ich... Ich will mir jetzt auch gerade mal keinen holen. Obwohl, dann mache ich das hier später. Dann mache ich das mit Eimer und zwar schön dann beiseite. Hier, da, die beiden Dinger kommen noch weg. Oder die drei. Dann kommt hier ein kleiner Plätscherbach raus. Ja, und dann kann das hier einmal so runterfließen. Ich glaube, dann mache ich das nochmal extra hier, dass es da rauskommen kann, hier runter. Dass es so einen gewissen geregelten Verlauf hier hat. Dann kommt hier nochmal zu. Dann läuft es hier immer runter. Ich kann hier auch noch eine Riege hin. Ja, ein bisschen hier. Terraforming. So, ist auch hübsch. Nicht realistisch, aber hübsch. Oder kann das hier noch runter? Da. Das flüchtet gerade nicht hinterher. Liegt halt daran, dass das Wasser hier noch quasi seine Flussgeschichte so hat. Obwohl, ich hole hier nochmal eben Eimer. Das lässt mich ja sonst nicht los. Da unten müsste dann auch noch eine Stufe hin. Ist ein bisschen kurz gerade. Und dann können wir uns hier einen richtig schönen Weg runterbauen. Na, mit so ein paar. Mit Geländer und Holzstüfchen. So, dass man hier dann in seine Heimat kann. Man kann dann den... Die Tür auch noch hier vorziehen, dass man... Oder die Glaswand hier vorziehen, dass man hier das oben noch mit einschließt. Das wäre dann auch schon wieder ganz schön groß quasi. Da müsste man den noch einen weiter reinlegen. Dann stört eigentlich ein bisschen der Spawner. Oder man zieht das hier noch eine Runde raus. Weiß ich gerade nicht. Ich wollte einen Eimer holen. Hier muss auch nochmal ein schöner Weg hin. Aber muss überall. Ich meine, wir schließen uns gerade das langsam. Jetzt habe ich immer noch keine Kürbisse. Das ist ja unfassbar. Ist falsch. Ist richtig. Hände weg. Hände hoch. Knochen weg. Jetzt sind wir alle wirbellose. Die Eier waren... Hier waren da hinten nicht noch Eier. Ich glaube schon. Eimer. Ha, da waren doch welche. Ich bin ja auch so ein, selbst so ein Eimer. So. Wunderhübsch. Können wir jetzt hier Eimer saufen machen. Natürlich mit Milch. Oder Fruchtsaftgetränk. Dann hier wieder hoch. Ich will nicht immer da hoch hüppen müssen und da ist ein Creeper. Oh, aber der badet. Würde ich aber aufpassen, nicht dass die ganzen offenen Stellen aufweichen. Nein, nicht explodieren. Ich will dich eigentlich gerne runterstürzen, obwohl dann kriege ich die Erfahrung nicht. Ja, ist schon gut so. Ich
können uns hier unten dann auch so ein paar Tiere halten, dass das schön aussieht. Und es nicht voll schön aussehen. Hier muss nochmal Zeug hin. Ah, der vielleicht nicht. Der auch nicht. So, schöner. Das ist immer noch falsch hier. Ich meine, ist sowieso noch nicht fertig. Muss auch noch so eine Zweierstufe sein. So, jetzt ist gleich viel besser. Jetzt muss ich aber hier noch eben das aus der Wand rauszupfen. Ja, das sieht gut aus. Der nochmal weg. Dann fließt das hier einfach gerade runter. Und sieht er nicht so groß aus. Ja? Das kann sogar noch einen hier vorgehen. Das heißt... Na. So. So ist schön. So gefällt mir das. Kann man hier dann noch zwei hin? Oder ein? Oh, ist doch schön. Ach, idyllisch. Idyllisch. So mag ich das. Ja, dieser Knubbel da, ich weiß noch nicht, was ich damit genau mache. Ob ich den da lasse oder auch nicht. Ich meine, man kann hier natürlich direkt rüber gehen zu den Bäumen, aber was soll man in den Bäumen? Ich meine, natürlich kann man da irgendwelche Plattformen und sowas bauen. Ich meine, wie oft gehen wir dann dahin? Wie das alles hier nur schwebt, ist eigentlich schon ziemlich cool. Sieht natürlich jetzt auch noch ein bisschen anders aus. Was man tatsächlich machen könnte, ist, dass man hier vielleicht überall in der Decke irgendwann ein bisschen Glowstone einarbeitet, dass man hier so eine Art, ja, wie man es aus der Küche kennt, dass die Arbeitsfläche mit so einer Deckenbeleuchtung dann nochmal extra beleuchtet ist. Sieht bestimmt interessant aus. Aber dafür müssten wir erstmal Glowstone haben, müssen wir in die Nähte rein. Und oh, der Kätzelein, Ozeloti. Ich habe leider keine Fische, ich habe noch nicht mal eine Angel. Habe ich eine Angel? Nee. Habe ich alles nicht. Alles so Standards, die man gemacht haben muss, habe ich noch gar nicht. Echt schlimm. Und ich glaube mal, bevor ich hier noch irgendwie großen Unsinn erzähle, werde ich nochmal eine Pause machen, dass wir dann in der nächsten Aufnahme nochmal wieder frisch am Start sind und dann auch zu zweit hoffentlich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich will auch noch immer gar nicht verraten, wer denn da noch kommt, weil ich noch nicht versprechen kann, ob das immer klappt oder wann das klappt. Weil es ist allgemein so, ich verspreche ungern irgendwelche Sachen, die ich nicht halten kann oder wo ich mir sicher bin, dass... Oder wo ich mir halt nicht sicher bin, ob das klappt. Naja, das gilt auch hierfür, was dann noch an zusätzlichen Projekten hier noch kommt oder allgemein, wie sich das alles hier entwickelt. Wie viele tausend Folgen das hier werden. Was für Leute kommen, was wir alles machen hier, möchte ich gar nicht. Weil sonst gibt es da immer, es gibt immer irgendwelche Leute, die dann plötzlich sagen, oder die halt ständig dann nachfragen würden, wann kommt das und das, oder wolltest du nicht noch das und das machen, und ich warte darauf, und nee, muss ich nicht haben. Ich meine, ist zwar nett, wenn darauf gewartet wird, aber trotzdem, das, ja, ich meine, Dinge passieren dann hier, also ich meine, wenn irgendwas nicht kommt, macht man das ja nicht mit Absicht, dass es nicht kommt. Na, so gesehen. Das heißt, das hat wahrscheinlich irgendeinen Grund, den man aber gar nicht immer hier extra speziell erläutern möchte. Ich mach alles kaputt hier, wenn ich gerade dabei bin. Kann ich das Schaf da auch mal rausholen? Und das ist ein Creeper, der sich dahingestellt hat, als wäre er eine Statue. Ich meine einfach nur, wenn hier irgendwas mal irgendeine Folge nicht kommt, wie auch zum Beispiel gestern, ist das natürlich nicht unbedingt schön. Also gestern nicht, sondern gestern, das gestern, bei dem die Aufnahme hier gestern war. Das heißt, vor 4, 5 Tagen. Ach, Schaf, komm raus. Habe ich dich gerettet, habe ich meine Schaf-Rescue-Skills wieder ausgebaut. Ich meine, das macht man ja nicht, weil man Leute ärgern will, wenn dann irgendwas nicht kommt. Oder irgendwelche versprochenen Sachen nicht eingehalten werden. Ich meine, es ist ja sowieso so, dass man macht die Sachen hier, weil man daran Spaß haben möchte. Auch nur dann ist es eigentlich sinnvoll,
weil die Leute natürlich auch merken, oder ihr Zuschauer, ihr seid nicht die Leute, ihr seid Zuschauer. Meine Zuschauer gerade. Man merkt als Zuschauer halt auch, wenn es irgendjemandem nicht sonderlich Spaß macht. Deswegen sollte auch die Motivation dann der Spaß sein. Ja, ist klar. Wenn der andere keinen Spaß hat, dann überträgt sich das auch, dass das eigentlich ja doch nicht so wirklich, ja, so eine lustige Sache halt ist. Und ich hoffe, hier schubst mich gerade jetzt nichts runter. Und deswegen, wenn da irgendeine Folge ausfällt, hat das zwei Gründe. Entweder man hat keine Lust oder man hat keine Zeit. In meinem Fall war das jetzt so, dass ich im Moment, weil ich ja 4 Projekte jetzt am Laufen habe und alle auch immer entsprechend hochladen und fertig machen und beschriften muss und sowieso aufnehmen muss, ist es natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand. Und gerade wenn 4 Projekte sind, die alle am gleichen Tag ihre letzte Folge haben, was jetzt der Fall war, hieße das, man müsste in relativ kurzer Zeit, wenn man nichts mehr auf Lager hat, 4 Spiele aufnehmen. Das ist, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der den ganzen Tag durchquatschen kann. Irgendwann merke ich das auch in der Stimme. Und in der Konzentration sowieso. Natürlich kann man das alles üben und wird auch immer besser und immer mehr. Aber das ist natürlich erstmal, dass wenn man 4 Spiele gleich quasi aufnehmen müsste, weil ja die Folgen zu Ende sind, dann hat man spätestens nach dem zweiten Spiel eigentlich nicht mehr so die große Motivation. Das heißt, es leidet dann ein bisschen runter. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, über das Thema hier zu reden. Aber es ist tatsächlich so. Ein bisschen hier alles ausgelotet. Ja, es ist schön hier. Die Deckenhöhe passt auch. Passt denn hier zu diesem, ja, zu diesem Durchgang. Und ich finde es ganz gut, dass wir jetzt hier oben hoch können. Ich hoffe, der Anschluss nach oben ist jetzt natürlich nicht mehr gewährleistet. Aber ich wäre fast dafür, dass wir hier so eine Wendeltreppe da dann einmal rumbauen, dass man tatsächlich ganz oben bis auf den Berg kommt. Fällt mir gerade nur so spontan ein. Die Kohle baue ich nicht ab, die fällt mir sonst in den Boden rein. Ja, es geht noch, aber möchte ich nicht. Ist immer noch nicht ganz fertig da unten. Ich mache das noch, ich hau noch mal eben da zweimal mit der Schaufel drauf, damit es hier ein bisschen natürlicher aussieht. Weil ich möchte hier gerne den Blick nach unten frei haben. Weil ich da noch gewisse Sachen vorhabe. Die ich mir überlegt habe bisher bereits. Ich weiß nicht, ob die aussehen werden. Wir werden es gemeinsam feststellen. Weil ich möchte möglichst wenig hier irgendwie vorbauen. Na, Vorbau ist zwar schön, aber nicht in der Form, dass ich hier heimlich immer die ganzen Sachen ausprobiere. Und dann baue ich hier so das fertige Zeugs hin und ihr habt da quasi kein Mitspracherecht. So ist ja nicht. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf jedes Projekt hier eingehen möchte oder kann. Aber ich meine, zumindest, dass man zusammen ein bisschen die Herangehensweise an so einen Bau auch hier hat. Das gehört da halt zu. Kommt auch nochmal weg, weil wir gerade dabei sind, weil es so schön ist. Und dann ist gleich echt mal gut hier mit aufnehmen. Ist zwar nur in Anführungsstrichen 1 Stunde und 20 Minuten gerade, aber das reicht dann auch schon wieder für einige Folgen. Und ich habe das dann, ja, ist immer schön, wenn man ein paar Folgen auf Lager hat, um dann in den Momenten, wo man richtig die dicke Motivation zum Spielen hat, dass man dann auch wieder aufnehmen kann. Na, wie eben schon mal angedeutet, dass man nicht irgendwann aufnehmen muss, weil man keine Folgen mehr hat. Natürlich macht Spielen irgendwann immer Spaß, aber ja, sonst macht man irgendwie ja das Falsche hier. Skelett, oh, wo kommt der denn her? Aha, Hunger! Ich dachte, mich schießt hier ein Bogenschütze an. Meine Güte, ich sollte da mal mehr drauf achten. Ja, was ich sagen wollte, es ist schön, wenn man halt dann aufnimmt, wenn man da gerade die besondere Motivation zu hat. Ja, weil Spielen und Kommentieren ist nochmal ein Unterschied. Da muss man halt, oder es ist schön, wenn man dabei gut gelaunt ist. So. Ja, komm, pam. Ja, ja, der Spawner, das weiß ich auch noch nicht. Da hinten ist auch noch so ein offenes Ding. Hier kommt noch eine schöne Treppe nach oben.
Das kommt aber erst später. Jetzt haue ich mich erstmal hier rein. Ich glaube, ich mache das da unten einfach mal dicht. Mit, ja, ordentlichem Zeug. Aber trotzdem können wir uns ja merken, dass da was ist. Ansonsten merken wir uns das nicht. Und unten jetzt nochmal einmal hin. Und dann haue ich mich nochmal hier in die Koje und dann schläfeln wir nochmal eine Runde. Zack, schneller als gedacht. Und da sind wir schon wieder und ich würde sagen, ich verabschiede mich in die nächste Aufnahme hier. Mal gucken, ob ich dann noch den Shader mal drin habe. Das ist ja gerade ein bisschen grünlich hier. Ein bisschen sehr grünlich, wahrscheinlich weil es morgen ist. Ich meine, ich finde es schön, aber in den Höhlen ist es natürlich nicht so Bombe. Ach ja, ich wollte hier Tschüss sagen. Ja, deswegen einmal noch von außen betrachten. Oh, neue Rüstung, ein bisschen anders. Cool. Oh, so. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal hier zu Minecraft. Adios.